Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zur heutigen Demo. Heute spielen wir die Demo zu Bittersweet Birthday. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja und herzlich willkommen zum heutigen Spiel. Ich habe den Trailer zu dem Spiel gesehen und weiß jetzt schon, dass gleich noch die Hölle auf mich zukommt, aber das können wir uns ja gemeinsam antun. Warum die Hölle auf mich zukommt, das Spiel ist auf meinem Bullet Hell Spiel. Wer nicht weiß, was das ist, der wird das gleich sehen. So, da sind wir. Wir wachen gerade auf. Hey there, bud. Just woke up, didn't you? Ich versuche gar nicht erst mit dem Übersetzen. Ich habe da immer Probleme mit. I wish we had met under different circumstances. Also, der wünschte, wir hätten uns unter anderen Umständen getroffen. Aber wir müssen hier durch. Ach, Entschuldigung. Mein Name ist Ada. Ich bin auch hier drin gefangen. Was ist dein Name? Ah, ich habe Gedächtnislücken. Du erinnerst dich nicht? Das ist hart. Kannst du überhaupt dich an irgendwas erinnern? Nein. Ich verstehe. Naja, leider Gottes haben wir nicht viel Zeit. Damit müssen wir uns später befassen. Ich weiß nicht, was Starring ist. Okay, ich weiß, es ist ein bisschen konfus, aber hier ist der Deal. Wir sind gerade bei dir drin gefangen. In irgendeiner Art von Anstalt. Aber irgendwie habe ich es selber geschafft, in den Kontrollraum zu kommen. Ich habe sowohl Video- als auch Audio-Aufnahmen von den Bereichen hier. Aber in manchen ist es immer noch dunkel. Ich werde versuchen, dich zu meiner Position zu leiten. Dann können wir gemeinsam hier hinkommen. Ich werde auf dich aufpassen und dir Instruktionen geben, während du weiterkommst, okay? Okay. Hier sind übrigens auch ein paar andere Individuen, die uns verfolgen werden. Und die sind nicht freundlich. Ich versuche mein Bestes, damit du denen nicht begegnest. So, und damit habe ich alles gesagt. Beweg dich. Mit dem Übersetzen, ich mache es extra nicht richtig. Ich mache da einfach eigene Interpretation teils mit rein. Okay, mit B habe ich einen Dash. Zuschlagen kann ich offenbar nicht. Und ich weiß offenbar nicht, wie man eine Latzhose richtig anzieht. Die Tür ist blockiert. Okay, kein Problem. Du musst nur das Passwort da drüben eingeben. Und das Passwort ist... Ah. Das Panel ist direkt rechts von dir. Versuch mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was ist denn das für mir los? Okay. Oh, ein Knopf, den muss ich drücken. Ah, ich switch hier rum, offenbar. So. Jetzt die beiden switchen. Jetzt den Knopf. Dann komme ich hier hinten ran. Dann ist hoffentlich alles offen. Das ist es. Gute Arbeit. Du kannst jetzt weitergehen. Wetten, gleich treffe ich einen. Oh. Sieht nicht so aus, als ob hier friedlich gewesen wäre. Bitte, ich will den drücken. Ich will ihn drücken. Es ist nichts passiert. Wo bin ich hier? Ey, wer hat es geschafft, diese Todsünde zu begehen und einfach hier durchzugehen? Über meine unheilige Präsenz. Mach dich bereit für deine Strafe. Da will mich jemand umbringen. Ich muss schon zugeben, du hast schon gut ausgewichen.
Ich habe gedacht, du wärst mehr lethargisch, aber danach... Ja, du solltest mich nicht unterschätzen. Du bist in der Anwesenheit eines Gottes. Bereite dich vor. So, irgendwie kann ich auch kämpfen. Lass uns mal sehen, wie gut du dem hier ausweichen kannst. Au! Kann ich mich auch irgendwie wehren? Ah, ja, kann ich. Nicht schlecht. Gut zu wissen ist, dass du kein Lappen bist. Ich lass dich leben. Für jetzt. Okay, ich weiß jetzt, wie man kämpft. Verdammt. Okay. Wir müssen einfach Ciao sagen, ohne ihm nochmal zu begegnen. Aber gut gemacht, dass du es geschafft hast, ihm zu weglaufen zu überreden. Zumindest kannst du dich irgendwie verteidigen. Ich weiß nicht, warum er uns verfolgt, aber weiter deine Augen offen. Ach ja. Sorry, dass ich dir nicht helfen konnte. Hätte ich irgendwas gesagt, dann hätte er vielleicht meine Position rausgefunden und dann wäre er für mich gekommen, ja. Naja, egal. Geh weiter. War eigentlich hier links was oder musste ich unbedingt rechts? Ah, ich hätte da so oder so lang gemusst. Aber gut, wenigstens darf ich mich wehren. Du willst mich aber auch tot haben, oder? Und so treffen wir uns schon wieder. Wenn ich richtig sehe, willst du mich bekämpfen, oder? Du solltest nicht von der Ausnahme angehen. Ich würde diesmal wieder so leicht mit dir umspringen. Glaubst du wirklich, ich, ein Gott im Fleisch und Blut, würde mich einfach von irgendeinem Rostlöffel besiegen lassen? Ach, bring mich nicht zum Lachen. Das ist einfach nur... ich weiß nicht, was Pateffik heißt. Nun, komm her! Hä? Was ist falsch? Bist du... Wir regeln das später. Hat er Mitleid mit mir? Das war, ich und meine Übersetzungsprobleme, ne? Das war merkwürdig. Ich meine... Thank Gott, dass du nicht kämpfen musstest. Er sieht so stark aus. Es ist, glaube ich, besser, wenn du überhaupt nicht kämpfst. Mach weiter. Weder was rein? Oh, ich habe was gefunden. Offenbar doch nicht. Wir sind noch, immer noch wirklich weit voneinander entfernt. Aber diese Tür neben dir wird uns was näher bringen. Wie auch immer. Siehst du die Tour an der anderen Seite des Raums? Dort. Da könnte etwas sein, das ich gebrauchen kann, ja. Schau, ob du es finden kannst. Dann komm her und bring es mit. Oh. Ich glaube, es ist verschlossen. Ich brauche ein paar Minuten, um herauszufinden, wie ich es öffne. Einfach dort. Ich werde dir schon Bescheid sagen, wenn ich fertig bin. Sag. Was denkst du über diesen Vogeltypen? Er kommt immer wieder, will dich einfach für nichts und wieder nichts verletzen und dann haut er ab, ohne einen Kampf anzuzetteln. Macht dich das nicht, ist das nicht nervig?
Du weißt, ich weiß überhaupt nichts, was Kampf angeht. Aber wenn er mich findet, dann bin ich weg. Dann bin ich tot. Ah, du bist also immer noch nicht weg. Wo ist er? Was willst du von mir? Mann. Ich war zu selbstsicher. Lass mich raten. Lass mich raten. Du bist in einer der Kontrollräume. Keine Sorge. Ich werde dort sein, sobald ich mit diesem Kind fertig bin. So greife ich an. Ich mache, werde dich das bereuen lassen. Dieser Tritt. Wer immer dir das beigebracht hat, der muss schon was wissen. Aber denk nicht, du könntest mich einfach so niederstrecken. Wenn ich mich fokussiere, dann hast du nicht mal die Chance, mich mit deinem Fuß zu treffen und aus der Balance zu bringen. Komm her! Ah. Ihr siegt! Ah, wenn man sie ein paar Mal geprügelt hat, dann verlieren sie ihren Fokus. Dann leuchten sie rot. Dann kann ich machen, was ich will. Ich muss sie einfach während einer guten Aktion treffen. Nicht wundern, dass da X und sowas alles steht. Das ist auf PlayStation-Steuerung eingestellt. So, jetzt beginnt es. Nope. Das ist Anfängerglück. Aber du kannst es immer noch nicht tun. Ah! Au! Ich habe keine Ausdauer. Ich brauche Ausdauer. Komm! Geht hier nochmal K.O. Fries! Okay, Ausdauerladen, Ausdauerladen, weglaufen, weglaufen! Lass mich, wir können doch drüber reden! Wie lange soll ich ihn jetzt noch verprügeln? Dieser Kampf geht ja endlos. Besiegt. Da heißt das, ich habe endlich ein bisschen Spaß gefunden. Ich mach dich später fertig. Sag auf Wiedersehen zu deinem Freund. Warte, halt! Es ist in Ordnung, du musst dich nicht um mich kümmern. Ich habe alle Wege, die zu mir führen, gesperrt. Er kommt nicht zu mir. Das heißt aber leider, dass du auch mit ihm hier gefangen bist. Wenn du mich befreien willst und dich selbst, dann musst du ihn töten.
Lauf einfach weiter voraus. Da ist etwas, was ich dir zeigen will. Ah, richtig, für jetzt. Vergiss einfach, was ich dir gerade gesagt habe. Ich wusste nicht, wie ich diese Tür öffnen soll. Wir kommen später dafür zurück. Die Gegend ist schon ein bisschen gruselig. Das ist schon eine schlimme Sicht. Für was in der Hölle wurde dieser Platz benutzt? Hör zu. Es gibt nur einen Ort, wo dieser komische Vogeltyp sein kann. Ich glaube, er ist auch gefangen. Er muss auf dich warten. Es tut mir leid, dass du von all dem erschöpft bist, was bisher passiert ist. Warum nimmst du nicht einfach eine kleine Auszeit in dem Bett dort? Eines der Bette ist bestimmt noch in guter Kondition. Ich mache einfach jede Tür zu, während du schläfst. Wie gesagt, meine Übersetzung ist jetzt nicht akkurat. Dieser Typ ist stark. Aber er wird nicht durch diese Türen durchkommen. Na los, geh und hab einen guten Schlaf. Da bin ich dabei. Das ist doch gut. Ich lege mich dann hin. Ich hab's geschafft. Ich hab ein bisschen Schlaf bekommen. So. Dann mal weiter. Und schon wieder der Typ. Dieser Feigling. Denkt, ich könnte einfach gefangen werden. Ich hab's in die Schnauze voll, Spiele zu spielen. Ich will diese Person retten. Du wirst mich töten müssen. Also, wenn du die Person retten willst. Ja, jetzt habe ich den richtigen Kampf vor mir. Jetzt hat er auch eine Leiste. Muss aufpassen. Jetzt habe ich auch eine Lebensanzeige. Oh Gott. Jetzt geht's halt richtig los. Okay, auf die Hälfte habe ich ihn runter. Ja, ich habe seinen Fokus gebrochen. Besiegt. Okay, doch nicht. Jetzt legt er es los. Das ist übrigens jetzt der Bullet Hell Part. Nope. Ich muss es nur schaffen, seinen Fokus zu brechen. Es wird halt immer schlimmer und schlimmer. Ich werde sterben. Nope. Bin tot. Versuch's nochmal. Ich muss ihn halt killen. Nur, dass ich ihn mehrmals killen muss, ist gemein.
Boah, wie wenig ich geheilt werde. Ja, ich merk's. Ach du Kacke. Hilfe. Ich habe halt kaum Leben. Konzentration gebrochen. Jetzt ist die Zeit gekommen. Und K.O. Ich will den Kampf schaffen. Wie lange nehme ich hier denn schon auf? Lange genug. Ja, ich mache hier dann mal für heute Feierabend. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Demo. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.